Ja, Greenpeace USA wettert wieder mal gegen BlackRock, Fidelity und Co., weil Big Finance in Form von Bitcoin-ETF-Anträgen auf den in Anführungszeichen dreckigen Bitcoin setzt. Warum dieses Narrativ falsch ist und warum ein Bitcoin-Spot-ETF trotz dieser Stimmungsmache von Greenpeace trotzdem kommen wird, genau darüber sprechen wir gleich im aktuellen Video. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal CryptoReport. Bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, die Greenpeace-Leute in den USA versuchen wieder mal politisch Druck aufzubauen auf die großen Finanzkonzerne, indem man den Bitcoin als eine Art Klimakiller schlechthin darstellt. Es geht um eine Studie, die im Juli erschienen ist und dabei beruft sich Greenpeace auf Zahlen der Universität Cambridge, wonach das Bitcoin-Netzwerk sehr viel Strom verbraucht und vor allem 62% dieses Stroms für das Bitcoin-Mining sollen aus fossilen Energieträgern kommen und damit sei Bitcoin die reinste Umweltverschmutzung und auch eine tickende Zeitbombe, weil natürlich die Hashrate stetig steigt und so weiter und das hätte verheerende Folgen und so weiter und so fort. Und das Problem an dieser Studie ist, dass diese Zahlen erstens veraltet sind und zweitens auch nicht repräsentativ, weil diese Cambridge-Zahlen mehr als die Hälfte dieser Bitcoin-Miner gar nicht berücksichtigt. Und damit ist dieses ganze Narrativ falsch. Richtig und die Realität ist, dass aktuell etwa über 52% des Stroms für das Bitcoin-Minings aus erneuerbaren Energiequellen kommt und damit ist Bitcoin in Sachen Nachhaltigkeit deutlich vor anderen Branchen, wie zum Beispiel der Bankensektor. Hier kommen etwa um die 39% aus erneuerbaren Energiequellen, also des Strombedarfs, und noch schlechter sieht es beim Goldabbau aus. Hier kommen etwa 12,8% des Stroms nur aus erneuerbaren Energiequellen. Bedeutet, Bitcoin steht in Sachen Nachhaltigkeit viel besser da als andere Branchen. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass durch das Bitcoin-Mining relativ hohe CO2-Emissionen verursacht werden. Also die Greenpeace-Leute verweisen darauf, dass im Zuge dieser steigenden Stromnachfrage teilweise wieder Kohlekraftwerke reaktiviert worden sind. Und man verweist auf dieses Bitcoin-Mining in Kasachstan, das hier teilweise durch fossile Energieträger erbracht wird. Aber diese Vorwürfe sind auch nur teilweise stimmig. Also ein Nachhaltigkeitsforscher hat hier nachgeschaut und herausgefunden, dass hier maximal ein Gaskraftwerk reaktiviert worden ist und insgesamt halten sich die CO2-Emissionen beim Bitcoin in Grenzen mit etwa 296 Gramm pro Kilowattstunde Strom und damit liegt Bitcoin, was die CO2-Emissionen angeht, immer noch vor anderen Branchen wie zum Beispiel die Bankenindustrie, aber auch vor der Goldminenindustrie, die noch sehr viel mehr CO2-Emissionen verursachen. Unter dem Strich gesehen befindet sich Bitcoin im Vergleich zu anderen Branchen, was den gesamten totalen Stromverbrauch angeht, an letzter Stelle. Also andere Branchen verbrauchen hier deutlich mehr Strom als das Bitcoin-Netzwerk, wie diese Grafik zeigt. Diese Zahlen sind jetzt nicht ganz aktuell aus dem Jahr 2021, aber die Forscher aus dem Hause Cambridge University haben errechnet, dass das Bitcoin-Netzwerk im letzten Jahr etwa 107 bis 108 Terawatt an Strom verbraucht hat. Das ist etwa so viel wie das Land Argentinien. Das hört sich erst einmal relativ viel an, aber der springende Punkt hier ist eben, dass andere Branchen sehr viel mehr Strom verbrauchen, das Vielfache, wie zum Beispiel die Finanz- und Versicherungsbranche mit etwa 4.800, 5.000 Terawattstunden pro Jahr. Und das bedeutet, dass Bitcoin im Branchenvergleich als Stromverbraucher eine untergeordnete Rolle spielt. Auch sind Befürchtungen stark übertrieben, dass aufgrund dieser steigenden Hashrate, die wir in den letzten Monaten im Bitcoin-Netzwerk gesehen haben, der Stromverbrauch massiv steigt und auch die CO2-Emissionen massiv zunehmen. Also Stichwort tickende Zeitbombe. Auch das ist eher ein falsches Narrativ, wie diese Grafik zeigt, denn trotz steigender Nutzerzahlen, trotz steigender Hashrate sind die Emissionen in den letzten Monaten sogar eher gefallen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen und das liegt daran, dass eben immer mehr Strom für das Bitcoin-Mining aus erneuerbaren Energieträgern kommt und auch diese Bitcoin-Miner, diese Ausrüstung immer effizienter wird. Ganz im Gegenteil, es besteht sogar die Chance, dass eben
im Zuge weiterer Anwendungsfälle für das Bitcoin-Mining zum Beispiel gibt es Pläne, dass man eben diese Methanemissionen, die von Mülldeponien ausgehen, Mülldeponien auf der Welt sind ja der zweitgrößte Methanemittent sozusagen auf der ganzen Welt, dass man eben diese Energie für das Bitcoin-Mining nutzt und damit könnte Bitcoin binnen eines Jahrzehnts sogar carbonneutral werden oder sogar emissionsnegativ werden, bedeutet, dass durch das Bitcoin-Mining ganz langfristig gesehen sogar schädliches CO2 aus der Atmosphäre geholt werden könnte und damit wäre ganz langfristig gesehen Bitcoin als Investment natürlich auch für Nachhaltigkeitsfonds interessant. Interessant war auch die Preisentwicklung beim Bitcoin in den letzten Monaten. Seit Jahresbeginn ging es ja um über 80% nach oben. In den letzten Tagen gab es eher eine Seitwärtsbewegung und wie es in den nächsten Wochen mit dem Bitcoin weitergehen könnte, genau das schauen wir uns jetzt auf MyBitcoin an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp und heute ist der 27. Juli am Donnerstagvormittag und wir können den Bitcoin-Kurs etwas freundlicher bei $30.197 sehen. Aber im Prinzip bewegt sich der Bitcoin seit Wochen seitwärts. Das können wir hier sehen. Ich habe das bereits in einem der letzten Bitcoin-Videos erwähnt, dass ich hier eine eher Seitwärtsbewegung erwarte. Und genau das sehen wir hier. Der Bitcoin bewegt sich hier im Prinzip in einer engen Spannen zwischen $29.500 und $31.500 und ich denke, dass sich daran im Juli jetzt nichts mehr ändern wird, denn der Trendfolgeindikator MACD deutet hier weiter sinkende Kurse bzw. eine weitere Konsolidierung an nach diesem Bearish Crossover vom 5. Juli und bislang macht der MACD hier keinerlei Anstalten zu drehen und daher gehe ich jetzt in den nächsten Tagen von einer weiteren Konsolidierung aus. Und der RSI Relative Stärke Index ist ja auch auf dem Rückzug. Wir könnten hier eine Abwärtstrendlinie ziehen und das ist eher auch leicht bärisch, spricht eher tendenziell auch für eine Fortsetzung dieser Konsolidierung. Und auch das Unbalance Volumen, das OBV, ist hier eingeknickt. Heißt, die Großinvestoren halten sich momentan etwas zurück. Das können wir auch im JK Money Flow, im CMF sehen. Also von diesem Kaufdruck, der sich im Ende Juni, Anfang Juli aufgebaut hat, ist momentan nichts mehr zu sehen. CMF leicht im Minus, heißt, hier überwiegen jetzt die Gewinnmitnahmen, wenngleich wir auch keinen richtigen großen Verkaufsdruck sehen, aber das ist typisch für eine Konsolidierung dieser Gewinnmitnahmen, was auch nicht wirklich überraschend ist, denn der Bitcoin ist ja quasi von etwa $25.000 Mitte Juni auf teilweise über $31.000 binnen weniger Wochen gestiegen und daher ist das eine normale Angelegenheit, dass hier einige Anleger Gewinne mitnehmen. Aber momentan fehlt einfach das Momentum, das hier abgerissen ist. Der Zug nach oben ist momentan einfach nicht da und das spricht tendenziell für eine weitere Konsolidierung. Wenn wir uns das Ganze langfristig ansehen im Wochenchart, dann sieht das Ganze weiter gut aus für den Bitcoin, zumindest aus charttechnischer Sicht. Also der Bitcoin bewegt sich nach wie vor oberhalb dieser 200-Wochen-Linie, die bei knapp unter $27.500 verläuft. Und das wäre ja auch so eine Zielmarke, wenn wir doch nochmal eine Konsolidierung, eine stärkere Konsolidierung sehen sollten. Also auch wenn der Bitcoin auf $27.500 zurückfallen sollte, dann wäre dieser langfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt und auch der 50-Wochen-Chart oder die 50-Wochen-Linie hat ja nach oben gedreht und daher auch charttechnisch in einer stabilen Situation, in einer Aufwärtsbewegung und auch der Trendfolgeindikator MACD hat ja zuletzt auch einen Bullish Crossover geliefert am 19. Juni und daher sieht das Ganze für den Bitcoin weiter gut aus charttechnischer Sicht, vor allem auch, weil der MACD auf Monatssicht jetzt endlich ja ein Bullish Crossover generiert hat am 1. Juni und damit ist für mich dieser über ein Jahr dauernde Bärmarkt beim Bitcoin zu Ende. Wir haben hier dieses Bearish Crossover am 1. Januar 2022 gesehen, das im Prinzip diesen über ein Jahr dauernden Bärmarkt eingeleitet hat. Also momentan sieht es nach einer weiteren Konsolidierung aus und ich denke, dass sich daran im Juli jetzt nichts mehr ändert. Aber ich denke, dass wir dann im Herbst wieder steigende Kurse beim Bitcoin sehen und zwar deswegen, weil viele Leute immer noch die Auswirkungen dieses Bitcoin-ETFs unterschätzen. Das hat auch Tom Lee, der Fundstrat-Experte, zuletzt auf CNBC erläutert. Und zwar ist es so, dass hier natürlich
viele institutionelle Anleger, Mutualfonds und so weiter viel einfacher in den Bitcoin investieren können und hier ein ja, gewisser Hebel vorliegt, denn ein Dollar in solch einen Bitcoin-ETF investiert, bedeuten umgerechnet 5 Dollar mehr Marktkapitalisierung, also mehr Market Cap für den Bitcoin. Und das ist natürlich schon enorm. Das ist ein Multiplier von 5 zu 1. Und ein Analystenhaus hat hier auch eine neue Studie veröffentlicht. Durch diesen Bitcoin Spot ETF sieht dieses Haus eine Nachfrage von 30 Milliarden Dollar. Und genau über dieses Thema wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also Bitcoin derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Und ich denke, dass sich daran in den nächsten Tagen auch nicht viel ändern wird. Ganz anders könnte es dann im Herbst aussehen, denn die SEC möchte Anfang September dann über diese Bitcoin-ETF-Anträge der Finanzkonzerne entscheiden. Und wenn dann doch ein solcher Spotmarkt-basierter Bitcoin-ETF grünes Licht erhält, kann ich mir vorstellen, dass die Kurse dann relativ schnell steigen. Das glaubt auch Fundstrat-Experte Tom Lee. Er sieht den Bitcoin in 5 Jahren bei eben 200.000 Dollar aufgrund dieses Multiplier-Effekts, also dabei geht es darum, dass eben eine steigende Nachfrage auf ein begrenztes Angebot trifft, denn man darf nicht vergessen, dass an den zentralen Börsen immer weniger Bitcoins liegen. Zuletzt waren das nur noch 2,24, 2,25 Millionen Bitcoins, die überhaupt an den großen zentralen Börsen geparkt worden sind. Außerdem ist es so, dass 70% der umlaufenden Bitcoins in der Hand von Langfristinvestoren sind. Also das sind Leute, die Bitcoins seit einem Jahr oder länger nicht abgegeben haben, und daher könnte es durchaus sein, dass die Preise dann sehr schnell in die Höhe gehen, wenn ein solcher Spot-Bitcoin-ETF genehmigt wird. Ja, auch die Analysten bei der New York Digital Investment Group sind zuversichtlich, dass sich eine Zulassung eines Spot-Bitcoin-ETFs hier positiv auswirken wird. Die Analysten gehen hier von einer Marktnachfrage von 30 Milliarden Dollar aus. Die Analysten erklären das damit, dass bereits jetzt etwa 28,8 Milliarden Dollar in bestehende börsengehandelte Investmentprodukte rund um den Bitcoin investiert sind. Also hier geht es um diesen Grayscale Bitcoin Trust, um andere Spot-ETFs im Ausland und so weiter und so fort. Und dadurch, dass eben ein Bitcoin-Spot-ETF in den USA noch fehlt, könnte das dazu führen, dass hier die amerikanischen Investoren viel einfacher in den Bitcoin investieren können, vor allem auch die institutionellen Anleger. Und daher erwarten die Analysten hier eine Marktnachfrage von 30 Milliarden Dollar. Und die Analysten sehen darüber hinaus einen noch höheren Multiplier-Effekt als jetzt Fundstrat-Experte Tom Lee. Denn diese Analysten gehen von einem Faktor von 10 zu 1 aus, heißt 1 Milliarde Dollar in einen solchen Spot Bitcoin-ETF investiert, würden hier eine höhere Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar beim Bitcoin bedeuten. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also das Narrativ, das hier Greenpeace gerne aufbauen möchte, vom Klimakiller Bitcoin und so weiter und so fort, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Außerdem wird die SEC anhand von anderen Kriterien natürlich über die Zulassung entscheiden. Da spielen Umweltaspekte weniger eine Rolle, sondern eher darum, ob die Investoren geschützt sind, ob hier Preismanipulation ausgeschlossen werden kann und so weiter und so fort. Was allerdings natürlich sein könnte, dass eine solche Kampagne einige Fonds davon abhält, zumindest kurzfristig in einen solchen Bitcoin-ETF zu investieren, dass vielleicht am Anfang diese Summen, die hier in den Markt fließen, hinter den Erwartungen bleiben könnten. Das kann durchaus so sein, aber ganz langfristig gesehen ist dieses Narrativ eben falsch. Und es kann sogar sein, dass in wenigen Jahren schon der Bitcoin carbonneutral quasi ist, also emissionsnegativ sogar werden könnte, wenn eben weitere Anwendungsfälle für das Bitcoin-Mining dazukommen. Daher kann ich durchaus mitgehen mit diesem Kursziel von 200.000 Dollar beim Bitcoin in 5 Jahren von Fundstrat-Experte Tom Lee. Das sehe ich durchaus als realistisch an, aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr diese ganze Umweltdebatte rund um den Bitcoin? Glaubt ihr, dass ein Bitcoin-ETF dermaßen gut einschlagen wird? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint.
Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann voraussichtlich weiter mit Ripple. Wir schauen uns an, wie es mit Ripple nach diesem Urteil weitergeht, insbesondere was Investoren in 2023 noch von Ripple erwarten können. Und damit sind wir schon fast am Ende für heute. Nur noch ein kurzer Hinweis auf unseren Krypto-Report am kommenden Samstag. Dort geht es nämlich um den Boom bei Layer 2 Netzwerken. Diese Layer 2 sind ja groß im Kommen und wir schauen uns an, was vor allem aus Investor-Perspektive noch möglich ist oder drin ist. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter crypto-report.de könnt ihr euch nach wie vor jederzeit kostenlos eintragen und dann bekommt ihr auch die Gewinner und Verlierer der Woche jeden Samstag kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Das war's schon für heute und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch schon einmal ein schönes Wochenende. Die nächsten Tage sollen ja wieder sehr heiß werden, also lasst es etwas ruhiger angehen. Macht euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video.